darf also die TeilnehmerInnen des Podiums hier herausbitten und diejenigen von Ihnen, die noch nicht vorgestellt wurden, auch von diesem Platz aus kurz vorstellen. Herr Leonhard und Herr Schmidt nehmen bitte auch Platz. Herr Osterkamp, Herr Schmidt. Und während Sie aufgedrahtet werden, also noch ein paar vorstellende Worte hier zur Außen sitzt Frau Kollegin Osterkamp. Sie kommt von der Universität München zu uns, wo sie Privatdozentin ist und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Collegium Carolinum. Sie leitet Mitleiterin eines österreichisch-deutschen Forschungsprojekts über Entscheidungsprozesse in der Kabinettskanzlei von Kaiser Franz Josef. Zusammen mit Peter Becker in Wien macht sie das. Vor allem aber von Interesse für uns ist ihr von der DFG gefördertes Habilitationsprojekt. Da geht es um eine Gesellschaftsgeschichte des Föderalismus, föderale Ordnungsvorstellungen in der Habsburger Monarchie. Darüber werden wir sprechen wollen. Frau Osterkamp hat mir gesagt, dass das Buch sozusagen dazu im Erscheinen ist und noch heuer auf den Markt kommen wird. Das ist also auch für die österreichische Geschichte wichtig, eine Gesellschaftsgeschichte des Föderalismus in der Habsburger Monarchie. Dann ist zu uns gekommen, ganz draußen, Kollege Helwig Valentin, Universitätsdozent für allgemeine Zeitgeschichte an der Universität Graz. Er hat sozusagen auch Erfahrungen außerhalb der Hochschule im Berufsleben. Er war journalistisch lange Zeit tätig und auch über 10 Jahre lang Leiter der Unterabteilung Wissenschaft im Amt der Kärntner Landesregierung. Er ist Mitherausgeber eines Bandes über die Historiografie zur Kärntner Volksabstimmung und hat das Buch Der Sonderfall, da haben wir es wieder, Kärntner Zeitgeschichte 1918 bis 2008 verfasst. Und schließlich möchte ich Ihnen noch vorstellen, meinen Kollegen Dieter Pohl, Universitätsprofessor für Zeitgeschichte mit besonderer Berücksichtigung Ost- und Südosteuropas an der Universität Klagenfurt, Mitglied der bilateralen Historikerkommissionen Österreichs mit Russland und der Ukraine. Er hat sich monographisch beschäftigt mit der Verfolgung der Juden in Ostgalizien in den 40er Jahren und der deutschen Militärbesatzung in der Sowjetunion, die Herrschaft der Wehrmacht 2008 erschienen. Außerdem ist er Mitherausgeber der Editionsreihe Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden 1933 bis 1945. Kennt also den Raum, über den wir jetzt gesprochen haben, aus einer anderen Perspektive, nämlich einer Nachgeschichte. So, jetzt komme ich noch dran. Komme ich noch dran, nehme das mit mir und gehe dort in die Mitte. Hoffentlich, dass jetzt sozusagen ohne Maske geht, weil sonst verheddere ich mich hier ganz entschieden. So, ich möchte auch versuchen, sozusagen dann in einer gegebenen Zeit, wie gesagt, das ist vom Zeitrahmen ein bisschen sportlich, aber auch natürlich noch Ihre Fragen einzubinden. Ich habe mir deswegen versucht vorzustellen, dass wir das Ganze in 4 Problemkreisen abhandeln, die ich Ihnen gerne dann noch vorstellen möchte. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich beginnen sozusagen mit Fragen an Herrn Leonhard auf den Vortrag bezogen und an Herrn Schmidt auch vielleicht, weil wir ja ein Thema haben, Selbstbestimmung als Utopie und das mit Fragezeichen versehen wurde und es kommt mir irgendwie so vor, als ob wir Elemente einer Antwort gehört hätten, nicht? Also Selbstbestimmung als diese Verheißung, ist eine doppelte Verheißung, erstens ein demokratisches System, nicht autokratisch, das die Mitregierung des Volkes einbezieht, Friedensfähigkeit herstellt und quasi garantiert, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist das Selbstorganisationsrecht der Völker, People steht oft in den 14 Punkten, oder der Nationen. Das beides sozusagen macht diese doppelte Verheißung aus. Und dann haben Sie, Herr Leonhard, also sehr stark auch argumentiert mit Termini wie, da werden Erwartungsüberschüsse hergestellt.
Da werden Projektionsflächen geschaffen, die dann mit den Protagonisten etwas machen, über das sie gar nicht wissen können, was passiert. Und es stürzt die ganze Welt zum Schluss des westlichen Liberalismus, haben Sie gesagt, in eine Glaubwürdigkeitskrise sogar. Das heißt, zuerst die Frage an Sie und dann auch vergleichend an Herrn Schmidt, das ist das Scheitern von Prinzipienpolitik, oder? Muss man dann sozusagen auch noch aus der heutigen politischen Sicht sagen, mit moralischen Kategorien zu argumentieren, das kann nicht funktionieren, weil man wird sozusagen eingeholt, man produziert nur Utopien von einer Realität. Was unterscheidet Wilson von Kant, der gesagt hat, wenn wir lauter Republiken haben, gibt es keinen Krieg mehr? Naja, der wesentliche Punkt ist natürlich, dass es auch einen enormen Lernprozess bedeutet. Deshalb wäre ich vorsichtig im Selbstbestimmungsrecht, und das wäre auch nicht meine Interpretation, nur die Utopie zu sehen. Man probiert ja zwischen 1917 und den 20er Jahren sozusagen an vielen Stellen auch Dinge aus. Und ich habe ja bewusst darauf aufmerksam gemacht, dass Plebiszite einen Teil dieses Instrumentenkastens darstellt, so wie der Bevölkerungstausch, die Optionspraxis, die Entsendung von Kommissionen und vieles andere. Und aus diesen Erfahrungen entstehen natürlich, könnte man sagen, Lernprozesse, die im 20. Jahrhundert weitergehen. Das ist ja sehr interessant, wenn man sich die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg ansieht. Da hat in der Gründungsgeschichte der Vereinten Nationen dieser Fokus auf Minderheitenschutz, Umgang mit Minderheiten erstmal kaum eine Rolle gespielt. Das war natürlich auch eine Reaktion auf die an vielen Stellen hochproblematischen Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg. Oder nehmen Sie das andere Beispiel, an dem Bevölkerungstausch zwischen Griechenland und der Türkei sind Unmengen an Völkerbundsexperten beteiligt, weil man darauf setzt, das ist ein Mittel, wie wir dieses Problem ethnischer Gewalt loswerden. Nach den Erfahrungen, was dieser euphemistisch genannte Bevölkerungstausch in der Wirklichkeit bedeutet, können wir in den 20er Jahren einen klaren Fokus oder eine Refokussierung auf das Thema Minderheitenschutz sehen. Also nicht Bevölkerungstausch, keine Herstellung ethnisch homogener Staaten, sondern wie kann man internationale Standards von Minderheitenschutzrechten sozusagen etablieren. Und ich glaube, was ich ausdrücken wollte, ist, dass um dieses Konzept gerungen wird, aber immer mit dem Blick darauf, was man in der Praxis erfahren hat. Und das, glaube ich, geht über diese Bewertung als eine Utopie doch deutlich hinaus. Okay, ja. Dann mit den Minderheiten, das sollte auch noch ein Thema sein für uns jetzt. Dann, jetzt wollte ich noch mal fragen, also weil der Bevölkerungstausch angesprochen worden ist in dieser Südostregion, für die Sie ja sich besonders gut, zu der Sie besonders gut sich auskennen, Herr Schmidt, wie würden Sie das einschätzen von der Ausgangsfrage her? Ist das sozusagen ein krachendes Scheitern von Prinzipienpolitik oder ist das ein Ausprobieren eines Instrumentenkastens mit zum Teil unerwarteten und verheerenden Konsequenzen? Also ich würde eigentlich gerne an einen Gedanken von Herrn Leonhard anknüpfen und den ein bisschen weiterspinnen, den man dann auch global ausbauen kann. Sie haben ja, und ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, diesen Vergleich gemacht, einer Systemkonkurrenz, einer bolschewistischen Nationalitäten- und Selbstbestimmungspolitik auf der einen und einer liberalen auf der anderen und haben dann gezeigt, was für globale Konsequenzen das zumindest partielle Scheitern dieser Politik bei den Pariser Vorortsverträgen bedeutet und dass das sehr viele der enttäuschten Protagonisten dazu geführt hat, in Lösungen dann zu finden, die von den Kommunisten, also von den Bolschewiki angeboten worden sind. Man kann jetzt aber auch eine andere Weltgeschichte erzählen, nämlich die Umsetzung dieses bolschewistischen Nationalitätenprinzips. Und die kann dann zu einer These führen. Sie haben gesagt, wir haben wesentliche Probleme heute im Nahen Osten, sind zurückzuführen und nicht nur dort auf diese Enttäuschung. Es ist aber so, dass man auch eine andere Geschichte des Scheiterns an des bolschewistischen Konzepts konstruieren kann, die führen uns wieder zu ganz massiven weltpolitischen Problemen, Zerfall der Sowjetunion, Zerfall auch sozialistischer Staaten. Ich möchte das ganz kurz erklären. Am Anfang stand auch dort eine Utopie im bolschewistischen Lager, ein Selbstbestimmungsrecht, eine Nationalitätenpolitik, ein ganz starkes Forcieren einer
Politik gegenüber den nicht-russischen Bevölkerungsgruppen, am Schluss Sozialismus halt in einem Land unter Stalin, aber zumindest in den 20er Jahren die Politik der sogenannten Korenisatia, also der Verwurzelung, Förderung regionaler Nationalitäten. Es wurde ganz klar forciert. Und das auch mit einem Blick nach außen. Das sollte auch legitimieren die Umsetzung dieses Prinzips in anderen Weltgegenden. Und dann kam der Bruch. Unter Stalin dann in den 30er Jahren eine Gegenreaktion, die Mobilisierung, das erreicht dann seinen Höhepunkt im Zweiten Weltkrieg des großrussischen Nationalismus und auch die physische Eliminierung all dieser Nationalitäten, Eliten, die unter diesen Prinzipien eines, wenn man so will, kommunistischen Selbstbestimmungsrechts geschaffen worden sind. Interessanterweise hat man aber dann dieses Konzept immer noch als Teil, und zwar als sehr, sehr erfolgreiches Instrument, und die Gründe hat Herr Leonhardt geschildert, für die eine Weltpolitik, die insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion umsetzen konnte, herangezogen. Aber intern im Land selber ist dieses Prinzip auch gescheitert. Es war ein bisschen weniger deutlich, weil man darüber nicht diskutieren konnte und die Menschen, die es mitbekommen hätten, dass ein Kurswechsel stattgefunden hat, die wurden, wie gesagt, auch physisch eliminiert und es wurden in diesen Gebieten dann auch neue Eliten. Das reichte von der Ukraine bis nach Zentralasien geschaffen. Also ich glaube, das ist sicher einer der, jetzt einmal über das kleine Südosteuropa hinaus gehen, einer der ganz wichtigen Ansätze, dass man eigentlich so eine Art doppelte Geschichte, also das war ja der große Reiz dessen, was Sie uns dargestellt haben, also eine Art globale Geschichte des Selbstbestimmungsrechts des liberalen Typs, dass man das eben dann kontrastieren kann mit dieser Vorstellung des Selbstbestimmungsrechts jetzt des bolschewistischen Typs und mit seinen langen Folgen, die wir heute noch zu bewältigen haben. Dieter Polby, wer würde deine Einschätzung sozusagen zu diesem Weitergehen von Gewalt oder Gewalträumen oder der Möglichkeit sozusagen bilateraler Lösungen, du hast da genickt, wie das mit der Problematik des Minderheitenrechts oder des Minderheitenschutzes angesprochen wurde, aus deiner Kenntnis sozusagen der Gewalträume im Osten der 40er, vielleicht auch noch später, der 50er Jahre aussehen? Ja, also zunächst möchte ich Herrn Leonhardt für den Vortrag danken und die globale, weite Perspektive. Ich glaube aber, also sozusagen so vom Gesamt, von der Stimmung, die sozusagen daraus hervorgeht, dass die vielleicht für die 20er dann doch etwas zu negativ ist. Meines Erachtens ist dann doch zu Anfang der 20er Jahre eine Stabilisierung gelungen. Minderheitenschutzverträge, Minderheitenschutz ist so ein Element, Korenisatia wäre ein anderes Element. Und dass wir doch relativ deutlich die 20er von den 30ern abgrenzen müssen, wo wir eigentlich dieser Versuch, auch multinationale Demokratien zu haben, eigentlich gescheitert ist. Und Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es dann eben zur Ethnisierung sehr stark der Politik kommt. Aber das ist meines Erachtens doch zum großen Teil in der Weltwirtschaftskrise begründet. Wir haben ja dann auch sozusagen den neuen Imperialismus, der dann in der Weltwirtschaftskrise kommt und der von Japan zunächst ausgeht, dann Italien und dann von Deutschland zusammengefasst und in den Weltkrieg geführt wird. Also die Frage ist, ob es nicht in den 20er Jahren tatsächlich eine Stabilisierung gelungen ist. Das zweite Element ist natürlich, dass die Pariser Vorortkonferenzen meines Erachtens etwas völlig Neues darstellen. Wir haben erstmals sozusagen internationales Friedensschließen auf der Basis von Massendemokratie. Das heißt, wir haben diese Verflechtung von Innen- und Außenpolitik, ist ja eigentlich neu. Wir haben das natürlich im Laufe des 19. Jahrhunderts, entwickelt sich das allmählich, aber nun stehen die Politiker natürlich unter Druck, weil sie auch zu Hause verkaufen müssen, was sie auf der Konferenz machen. Insofern sehe ich eigentlich die Regelungen insgesamt durchaus sozusagen relativ akzeptabel. Die Frage ist eben, ob sozusagen es gerade der Begriff der Selbstbestimmung war, der das Ganze, wie Sie sagten, in eine Legitimationskrise führte. Und vielleicht noch ein Element, das ich vielleicht stärker betonen würde, ist natürlich die Kopplung von Selbstbestimmung an Nationsbildung. Und genau da ist natürlich das Problem im Falle Indiens, da geht es ja eben nicht um Nation Building 1920, sondern es geht um Self-Rule. Das ist ja etwas anderes, das heißt um Freiheit von Kolonialherrschaft. Und auch im Falle Chinas, natürlich Mai 1919, ist unheimlich wichtig, vor allen Dingen jetzt aus der Retrospektive, aber es ist eine winzige Bewegung letztendlich. Ich glaube, es ist Shanghai, Peking, sozusagen von den wenigen Studenten, die es überhaupt in China zu dem Zeitpunkt
gab. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, China ist zu dem Zeitpunkt eigentlich ein zerfallener Staat, ein Failed State, ist als Gesamtstaat so gut wie nicht mehr existent gewesen bis 1927. Das heißt, unter ganz anderen Bedingungen hier gewesen. Aber ich glaube, die Nationsbildung ist natürlich zentral gekoppelt an das Ganze. Und da haben wir natürlich in Europa eine ganz andere Situation, dass die Nationsbildung schon relativ weit fortgeschritten ist und eigentlich gerade beim Mai 1919 in China eigentlich erst beginnt. Das ist der Beginn der chinesischen Nationalbewegung, die sich dann erst eigentlich auch am äußeren Feind dann an den Japanern seit 1937 sehr stark reibt und dann auch entwickelt. Also wie gesagt, die Frage ist, ob man hier die Akzentsetzung vielleicht auch etwas anders gestalten könnte. Gut, ich wollte Ihnen an der Stelle sagen, zum Beispiel, was jetzt gesagt wurde, Nation, Nationalität, das sollte natürlich eine der Sphäre sein. Ich versuche sozusagen die Notate anzusehen aus den Diskussionen und Vorträgen des heutigen Tages. Muss Nation und Nationalität und wie man Nationalitäten verfertigt, schon noch einer der Diskussionspunkte heute für uns sein. Die Minderheiten wurden schon angesprochen, das sollte auch noch einmal systematisiert werden. Das Umgehen mit dem Gedenken, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht auslassen sollten. Aber jetzt möchte ich als erstes noch zu den Loyalitäten kommen. Und zwar zu den Mustern von Loyalitäten, wo wir bei den Plebisziten ja immer wieder gehört haben, also die stimmen nicht nach Ethnie ab, die stimmen nicht nach Sprache ab oder was man für die Sprache hält, sondern sie stimmen nach anderen, es wird nach anderen Interessen abgestimmt. Und das heißt also doch für uns, also dass wir uns die Frage stellen könnten, und jetzt schauen wir mal auf den Vielvölkerstaat, Habsburgermonarchie vielleicht, welche Rollen, welche Hierarchien bei den Loyalitäten können wir erwarten? Ist das, was wir sozusagen Ende 1918 sehen, nur der lange, jetzt endlich endende Todeskampf der Monarchie, der schon 1848 oder wann auch immer begonnen hat? Oder haben wir sozusagen Muster, die Loyalitäten, wenn man die rechtzeitiger bedient hätte, die Habsburg-Monarchie als Imperium hätten weiterleben lassen können? Ich möchte gerne Frau Osterkamp fragen nach föderalen Loyalitätsmustern, die ja ganz zum Schluss vom Kaiser noch einmal mit dem berühmten Oktoberplan in die Schlacht geworfen werden und den Nationalitäten retten. Und anschließend möchte ich gern Hedwig Valentin nach der Rolle sozialer Milieus fragen, weil er ja sozusagen von der Arbeiterbewegung her, die heute auch schon öfter angesprochen werde, die Kärntner-Hintergründe besonders gut kennt. Gibt es föderale Muster von Loyalität, Frau Osterkamp, die in der Monarchie rechtzeitiger und besser aktiviert eine andere Geschichte vielleicht ermöglicht hätten? Vielen Dank. Ich werde Ihre Frage dazu nutzen, nochmal zur nationalen Selbstbestimmung zurückzukehren, weil wir es gerade im post-habsburgischen Raum, aber auch in der späten Habsburger Monarchie mit einer Art imperialer, postimperialer Uneindeutigkeit von nationaler Selbstbestimmung zu tun haben und eine besondere habsburgische Tradition, die sich dann auch im Völkermanifest Karls widerspiegelt, haben, wo sich nationale Selbstbestimmung mit demokratischer Selbstregierung eben lange Zeit nicht verbunden hat. Die Theoretiker nationaler Selbstbestimmung in der Habsburger Monarchie kommen in der Tat aus dem linken Spektrum, also das sind die Austromarxisten, die das wirklich in hervorragender Weise theoretisch ausgearbeitet haben als Konzept. Daneben steht eine Praxis und eine föderale Praxis im Grunde mit einer anderen Tradition. Wir haben es in der Habsburger Monarchie mit mehrstufiger Teilhabe zu tun. Im cisleitanischen Teil seit 1907 das allgemeine Wahlrecht. In den Landtagen und in den Ländern, die über wichtige Bereiche wie Sozialfürsorge, Schulwesen, Infrastrukturen entscheiden, ist nach wie vor ein Kurienwahlsystem da. Und dieses Kurienwahlsystem wird unter der Ägide des nationalen Selbstbestimmungsrechts reformiert in einigen Ländern, also Mähren, Galizien, Bukowina. Schlagwort ist damals die nationale Personalautonomie. Das heißt, die Idee ist, dass jede in gemischtsprachigen Kronländern jede Nationalität
eigene Kurien im Parlament erlangt, um sich autonom selbst regieren zu können. Wenn Sie die Dokumente jener Zeit lesen, hat es eine antidemokratische Komponente. Man gibt nationale Selbstbestimmung, um das allgemeine Wahlrecht in den Ländern nicht geben zu müssen. Und genau dieses selbe Argument findet sich in Vorbereitung für eine Verfassungsreform am Hof, also die noch unter Franz Ferdinand 1914 ausgearbeitet wird. Sein Mitarbeiterstab wandert dann zu Karl. Und da ist auch geplant, ein gemeinsames Reichsparlament für Österreich und Ungarn nach dem Prinzip der nationalen Personalautonomie, also vertreten sein sollen in diesem Reichsparlament für die gesamte Monarchie, die einzelnen Nationalitäten. Und auch dort findet man wieder dasselbe Argument. Wir wollen die Nationalitäten zeigen, die können wir sozusagen kontrollieren. Da kommen die konservativen Eliten. Wir wollen nicht die Massenparteien. Wir wollen nicht die Sozialdemokraten, wir wollen nicht die radikalen Deutschen und wir wollen sagen auch nicht die Tschechen in einem Gesamtparlament haben. Das heißt, diese föderale Tradition, die eben keine demokratische ist, und das ist das Besondere am habsburgischen Föderalismus, dass wir eine Mehrstufigkeit haben, einer Föderation, die aber nicht durch eine mehrstufige demokratische Teilhabe charakterisiert ist, ist ein Erbe, was man auch in dieser Debatte um nationale Selbstbestimmung dann wiederfindet. Das wäre dann gleich das Stichwort, Herr Valentin, da könnte ich dann gleich anschließen. Also wenn es da eine Wertung gibt, die das demokratische Teilnahmeverheißung und das Selbstregierungsrecht auseinandernimmt, nicht wie Wilson sozusagen dem deutschen Kaiser vorschreibt, dass man das ineinander schreibt, sondern das auseinandernimmt. Ist es dann eine Chance, also wie würden Sie das sehen, für die Sozialdemokratie oder für die Arbeiterbewegung oder auch andere größere Parteien in der Monarchie, so etwas dieser binären Logik entweder oder zu entrinnen? Ist das sozusagen ein Milieu, das Klärung verschafft, das Heimat verschafft, Ihrer Beobachtung nach? Wird sich die Kärntner Arbeiterschaft mit diesem Problem 1918-20 auseinandergesetzt? Ja, ich möchte anknüpfen an Herrn Leonhardt. Er hat gemeint, das Selbstbestimmungsrecht sei vor 1914 am vehementesten von der politischen Linken vertreten worden. Das stimmt im Allgemeinen, aber gilt nicht für die österreichische Sozialdemokratie, interessanterweise. Die österreichischen Sozialdemokraten haben bis Ende des 19. Jahrhunderts ganz vehement das Selbstbestimmungsrecht vertreten, in Verbindung mit Demokratisierung. Aber ganz plötzlich haben sie abgeschworen, dem Selbstbestimmungsrecht. Brünner Nationalitätenprogramm der Sozialdemokraten, 1899, kein Wort mehr vom Selbstbestimmungsrecht. Was ist passiert? Ja, die Sozialdemokraten Österreichs als eine übernationale Partei sind draufgekommen, dass das nationale Selbstbestimmungsrecht diese übernationale Arbeiterbewegung in die Luft springen könnte. Denn zu dieser Zeit haben etwa die Tschechen zum Beispiel, besonders vehement die Tschechen, innerhalb der österreichischen Sozialdemokratie gesagt, ja Moment, nationales Selbstbestimmungsrecht, das muss auch für uns als tschechische Sozialdemokraten gelten. Wir wollen eine eigene tschechische Sozialdemokratie haben und wir wollen uns nicht von dieser deutschen Parteiführung in Wien dauernd diktieren lassen. Um also zu verhindern, dass die übernationale österreichische Sozialdemokratie in nationale Teilparteien zerfällt, hat man das Selbstbestimmungsrecht vom Tisch gewischt, war verböhnt, war fast schon ein Schimpfwort. Und das hat interessanterweise bis in die letzten Tage der Monarchie angedauert. In der Zwischenzeit ist zwar die übernationale österreichische Sozialdemokratie zerfallen, hat eigentlich den Zerfall der Habsburger Monarchie vorweggenommen, aber dann sind die österreichischen Sozialdemokraten draufgekommen, dass das Selbstbestimmungsrecht ja auch ein Sprengstoff für die übernationale Donaumonarchie ist. Und das ist auf jeden Fall zu verhindern, dass die Donaumonarchie als übernationaler Staat ein Opfer des Selbstbestimmungsrechts wird. Ja, warum? Nicht, weil die Sozialdemokraten plötzlich begeistert waren von der Monarchie oder vom Kaiser, sondern weil sie sich gesagt haben, ein übernationaler Staat wie die Donaumonarchie
ist der ideale Boden für die Entfaltung einer übernationalen politischen Konzeption, nämlich der Sozialdemokratie. Also überspitzt könnte man in Anlehnung an ein Wort von Karl Kraus sagen, die Donaumonarchie nicht nur als eine Versuchsstation für Weltuntergang, sondern als eine Versuchsstation für die Etablierung des Sozialismus. Das wollte ich also nur zu dem, eine Bemerkung zu den Ausführungen des Herrn Leonhard, die mir übrigens wirklich sehr zugesagt hat, die wirklich faszinierend empfunden hat. Ganz wichtig, um also sozusagen das, was wir heute unterm Tag über die einzelnen Entwicklungen gesprochen haben, um das sozusagen jetzt hier zu vernetzen. Was also die Kärntner Situation betrifft, die der Herr Stauber angesprochen hat, da trifft in besonderem Maße das zu, was die sozialen Identitäten betrifft, die bei den Volksabstimmungen sicherlich da und dort stärker oder schwächer zutage getreten sind. Denn die Menschen haben sich ja nicht nur jetzt in politischer, sprachlicher, nationaler, religiöser Hinsicht gefragt, bei welchem Staat will ich leben, in welchem Staat will ich leben, sondern die haben ja an sich selbst gedacht. Wie sind die sozialen Verhältnisse in den einzelnen Staaten? Wie schaut es aus mit Krankenfürsorge, Pensionsvorsorge, Unfallversicherung und so weiter? Wie, in welchem Staat kann ich selbst meiner Familie am sichersten leben, in welchem Staat kann ich so weit wie möglich am Wohlstand teilnehmen? Das hat ja auch eine große Rolle gespielt. Wird in der Diskussion oft etwas in den Hintergrund gedrängt, aber das ist natürlich ganz wichtig. Und bei diesen Volksabstimmungen, über die wir heute den ganzen Tag gesprochen haben, da hat natürlich das Pendel in den meisten Fällen, was also die soziale Seite betrifft, eher für Deutschland und für Österreich ausgeschlagen. Deutschland war ein Land mit einer recht weit entwickelten Sozialfürsorge, nicht? Hat ja der Bismarck in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts dafür gesorgt, zwar nicht um den Arbeitern Erfreut zu machen, sondern um die ruhig zu halten, um zu verhindern, dass es zu sozialen Unruhen kommt. Und die Österreichische Republik hat in den wenigen Monaten ihres Bestehens auch ein ganzes Bündel von Sozialgesetzen erlassen, die also für diese Zeit also sehr vorbildlich war. Und das hat natürlich auch eine große Rolle gespielt. Die Überlegung der Menschen, wo kann ich am sichersten leben und am Wohlstand teile. Und das hat natürlich für Österreich ausgeschlagen, nicht nur in Kärnten, ich denke auch bei den Abstimmungen in Ost- und in Ostpreußen und Westpreußen, auch in Oberschlesien, weniger vielleicht in Schleswig und in Ödenburg wahrscheinlich kaum. Also das sollte man auf jeden Fall bedenken. Arnold Suppan hat ja kurz angesprochen, die Ferlacher Waffenindustrie, nicht? Ferlacher Waffenindustrie war interessiert, weiter ihre Geschäfte zu machen. Also hat man für Südslawien eingestellt, hat auch offenbar für Südslawien abgestimmt dann 1920, weil man natürlich in einem Siegerstaat wie Südslawien bessere Absatzchancen, bessere Geschäftschancen gesehen hat, als in dem sogenannten Verliererstaat Österreich. Aber das hat ja nicht nur jetzt die Unternehmer, die Waffenproduzenten betroffen, diese Überlegung, sondern auch die Arbeiter und Angestellten der Waffenbetriebe. Und es ist auffallend, dass bei der Volksabstimmung offenbar allein in Ferlach, sonst ist das kaum irgendwo feststellbar, verhältnismäßig viele Deutschsprachige für Südslawien gestimmt, und das waren also vermutlich, muss man sagen, die Waffenproduzenten und ihre Angestellten und ihre Arbeiter und ihre Familien. Also das hat dort auch also ausgeschlagen. Und vielleicht, um zum Schluss zu kommen, auch etwas, was also die soziale Komponente betrifft. Es ist ziemlich mit Sicherheit davon auszugehen, dass deutschsprachige Kärntner Adelsfamilien auch aus einer sozialen Überlegung heraus mit Südslawien sympathisiert haben und offenbar für Südslawien votiert haben. In der ganzen Volksabstimmungspropaganda hat die österreichische Seite ganz gezielt diese soziale Frage angesprochen. Es gibt Plakate, Flugblätter, wo oben steht, Südslawien hat keine Sozialfürsorge, und dann auf dem Bild ist zu sehen, ein Arbeiter, der ganz gebückt da hängt, sitzt, nicht verzweifelt, und hinter ihm seine Familie mit den Kindern. Und Südslawien hat also den Fehler gemacht, dass sie die soziale Frage überhaupt nicht angesprochen haben. Die haben sich gesagt, ja, zwei Drittel der Abstimmungsberechtigten sind slowenischsprachig, die werden ja wohl für Südslawien stimmen, die Sache ist für uns gelaufen, wir brauchen uns um die Arbeiter nicht kümmern. Die südslawische Sozialdemokratie hat geradezu flehentlich die bürgerliche Regierung in Laibach ersucht,
man möge ihnen doch die Gelegenheit geben, in Kärnten im Abstimmungsgebiet die Arbeiter anzusprechen und zu überzeugen, sie sollten doch für Südslawien stimmen. Das hat die Laibacher Regierung abgelehnt, weil sie nicht wollten, dass die Sozialdemokraten im Abstimmungsgebiet, von dem sie ja überzeugt waren, dass es zu Jugoslawien kommt, eine Position aufbauen. Und sie haben auch befürchtet, dass die Sozialdemokraten, die katholisch-konservativen Bauern in Kärnten, mit ihren sozialistischen Parolen vergraulen könnten. So ist das Volk ziemlich ausgeblieben. Also die Werbung der Südslawen im Hinblick auf die Kärntner Arbeiter ist die Werbung ausgeblieben, hat sie nicht angesprochen. Und dabei waren aber die Arbeiter im Abstimmungsgebiet das Zünglein an der Waage. Denn wir haben ja politisch gesehen, haben wir im Abstimmungsgebiet gehabt, ein starkes deutsch-nationales, ein starkes slowenisch-nationales Lager. Und in der Mitte waren die Sozialdemokraten, nicht? Die relativ stark waren in ganz Kärnten, aber auch in Unterkärnten. Und das wurde komplett vernachlässigt und es gibt recht seriöse Überlegungen, wo noch etwa 80% der Arbeiter im Abstimmungsgebiet für Österreich votiert haben und eben nicht für Südslawien. Und das könnte mit ein Grund sein, dass letztlich Südslawien diese Volksabstimmung verloren hat. Damit sind wir in der Problematik des Verfertigens von Nationalitäten und Nationen und die Triumphmoment des Nationalstaates angeblich, ja, wenn man es sozusagen in den Lehrbüchern lange geschrieben hat. Jetzt ist also wirklich die große Zeit endlich der nationalen Staaten. Das mag schon sein, dass in dieser Zusammenbruchszone 10, 12, 14 neue Staaten entstanden sind, vor allem im Osten, ja, die aber, wie Peter Judson gesagt hat, in sich gesehen auch wieder kleine Imperien wieder darstellen, weil keines sozusagen ohne nennenswerte Minderheit in dem Sinn ist. Aber lassen Sie uns fragen, sozusagen nach diesem Verfertigen von Nationalität oder nach diesem Zuschreiben, das ist manchmal die Sozialversicherung die günstigere und manchmal ist es ein anderes Kriterium. Mich hat das jetzt schon sehr daran erinnert, weil das doch deutlich wurde, dass es nicht die Sprache ist, dass dieser Automatismus zum Beispiel nicht funktioniert, egal ob Umgangssprache oder Muttersprache, dass es sozusagen den politischen Kampf um den Willen der Leute gibt oder braucht. Also mich hat das schon sehr, was ich gehört habe am Tag, erinnert an Ernest Renans Definition der Nation von der großen Rede von 1882 als ein Plébiscite du tour le jour. Nation entsteht dadurch, dass man da Teil sein will, dass man dabei sein will, ja? Dass man sozusagen abstimmt, jeden Tag sich dazu bekennt. Könnte man das sozusagen sagen, also spielt das eine Rolle in den Plebisziten, dass man wenigstens in dem großen Instrumentenkasten einmal dieses Instrument des Abfragens, des Dabeiseinwollens sozusagen einmal vorführen lässt und nicht als einziges, das haben wir gehört, aber nach dem Motto sozusagen, jetzt lasst mal uns zuhören, was die Leute sozusagen wollen. Wie ist sozusagen Nationalität als dabei sein wollen, als eine Gruppe nicht automatisch angehören in einer binären Logik, sondern sozusagen eine Chance verschaffen, das autonom festzulegen. Wäre das eine Chance für eine bessere Sicht sozusagen auf die oder eine Würdigung der Plebiszite? Naja, also wir hören Renan und zitieren ihn immer damit. Wenn Sie zwei Absätze weiter in dem Renan lesen, sagt er dann, wie wichtig die Geschichtspolitik ist. Ja, dann kommt er auf Johanna von Orléans zum Gedenken kommen wir gleich. Ja, dann kommt er sozusagen, einen Absatz nach dem Plébiscite de tous les jours ist er bei der Nostalgie, bei der Geschichtspolitik, bei der Notwendigkeit der gemeinsamen Erinnerung, bei der Notwendigkeit des gemeinsamen Opfers. Wir dürfen nicht den Fehler machen, sozusagen von Herrn Pohl völlig richtig gesagt, den Durchbruch zur Massendemokratie als sozusagen den großen Faktor misszuinterpretieren, der alles andere hierarchisiert. Ja, diese Berufungen auf Nation, Nationalität sind an ganz vielen Stellen situativ. Ja, und es gibt sozusagen universalistische Begründungszusammenhänge, die haben sich verändert durch Wilson, durch Lenin, das kann ich sozusagen in dieser Doppelung erzählen, aber es gibt immer wieder sozusagen die Situation vor Ort, wo sie ganz andere Dynamiken haben, wo es um Mischungsverhältnisse aus sozusagen moderner Teilhabe, Geschichtspolitik
wirtschaftliche Interessen und anderes gibt und die Instrumentalisierbarkeit dieser Punkte. Ich habe ja in meinem Vortrag relativ stark auf den Faktor Territorialität hingewiesen, aber man kann 1919, das habe ich rausgelassen, aber das muss man nochmal sagen, natürlich haben wir viele neue Staaten, aber wir haben auch das Bewusstsein, dass es Probleme gibt, die sich nicht nationalstaatlich lösen können. Was macht man mit den alten Schulden der Habsburger Monarchie? Was ist mit dem Flüchtlingsproblem? Was ist mit den Millionen von Staatenlosen? Also es gibt, ja, es gibt den scheinbaren Triumph des Nationalstaats, es gibt die binäre Konstruktion von Zugehörigkeit und wer nicht zugehörig ist, kriegt dann eben auch nicht Social Benefit, also der Wohlfahrtsstaat ist auch oft an nationale Zugehörigkeit gekoppelt, aber gleichzeitig gibt es ein völlig neues Bewusstsein, auch das ist ja angesprochen worden, dass 1919 anders ist als 1815. Ja, das ist auch ein Augenblick eines neuen Internationalismus. Und Herr Pohl, ich bin auch bei Ihnen, dass dieser Internationalismus in den 20er Jahren sich an vielen Stellen durchaus sozusagen positiv verankert. Ja. Ich habe da sehr stark aus den 30er Jahren, also aus der langfristigeren Perspektive argumentiert. Nehmen Sie die Mandate. Die Mandate des Völkerbundes sind keine einfache Fortsetzung von Kolonialherrschaft. Ja, in Genf dürfen Vertreter von Kolonialgesellschaften ein internationales Publikum ansprechen. Das hat es vorher so nicht gegeben. Und man könnte das an vielen anderen Stellen sozusagen zeigen. Das macht die Unübersichtlichkeit dieser Phase aus, dass wir diese klaren Zuordnungen, Triumph des Nationalstaates, bei näherer Hinsicht ist das ein sehr, das gibt es auch, aber es gibt eben auch andere Entwicklungen. Ja. Und ich glaube, wir haben bei den Beispielen, die wir heute diskutiert haben, doch sehr schön sehen können, wie das Lokale und das Globale immer wieder miteinander zusammenhängt und wie spezifisch diese lokalen Dynamiken sich immer wieder darstellen. Und die dürfen wir, glaube ich, nicht so schnell aus dem Blick verlieren. Jetzt wäre es vielleicht ganz gut auch nochmal an der Stelle, also gleich wenn man Ihre Publikum zu bitten, sozusagen Dinge, die auffallen, kurze Fragen, Kommentare, vielleicht nicht zu lang einzuspielen, ganz gemischt, dass wir das ein bisschen sammeln und dann mal hier nochmal in verschiedenen Aspekten durch die Runde reichen, nachdem Sie viel und geduldig zugehört haben. Glaube ich, wäre das an der Zeit. Darf ich die Kollegen bitten, das sozusagen dann in einer gemeinsam in einer Runde dann sozusagen jeweils dort zu beantworten, wo Sie sich besonders zuständig fühlen. Der Herr Rektor, bitte. Danke sehr. Ich bin kein Historiker, nicht einmal Hobbyhistoriker. Ich darf um eine kurze Erklärung bitten, weil ich momentan sozusagen den moralischen Duktus in der der Vereinigten Staaten nicht verstehe. Diese Idee der Selbstbestimmung von Gruppierungen der Bevölkerung, die kollidiert doch eigentlich, ist jetzt zunächst einmal meine oberflächliche Wahrnehmung, zutiefst mit dem, was im amerikanischen Bürgerkrieg passiert ist. Und da hatten wir wirklich einen Bürgerkrieg, das war ja heute schon einmal kurz Debatte, was ist ein Bürgerkrieg, was ist keiner. Da gab es eine Gruppierung, nämlich die Konföderierten, die gesagt haben, wir wollen aus diesem Unionsstaat hinaus. Sie wollten das aus ganz handfesten wirtschaftlichen Interessen, nämlich um sozusagen das Geschäftsmodell Sklaverei aufrechtzuerhalten, das auf den großen Plantagen als notwendig erachtet wurde. Und jetzt in meiner völlig unzulänglichen Kenntnis der nordamerikanischen Geschichte, andere Unionsmitglieder haben gesagt, erstens kann man aus der Union nicht einfach raus und schon gar nicht aus moralisch so verwerflichen Gründen. Wie würde man das durch eine spätere Brille des Selbstbestimmungsrechts sehen? Wollen wir ein bisschen sammeln, bitte? Dann Frau Schober dann. Ich möchte noch mal zurückkommen auf das Generalthema, ob das Selbstbestimmungsrecht eine Utopie ist und möchte dabei noch einmal versuchen, auf den umfassenden Vortrag von Herrn Professor Leonhardt zwei Gesichtspunkte einzubringen. Auf der einen Seite haben Sie
diese Aufoktroyierung der diversen Vertragsbestimmungen als ein Unrecht empfunden worden ist. Und das hat ja auch die Politik der Zwischenkriegszeit sehr massiv beeinträchtigt und man sagt also nicht unberechtigt in meinen Augen, dass diese Pariser Verträge eine Auslösung des nächstfolgenden Krieges waren. Meine Frage ist, geht dahin. Der Völkerbund hat ja letzten Endes nicht das gebracht, was sich Wilson vorgestellt hat und so weiter und so fort. Wir finden aber in der Charta der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Charta der Vereinten Nationen, jedes Volk hat das Recht, frei über seinen politischen Status, seine Staats- und Regierungsform sowie seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu entscheiden. Das schließt seine Freiheit vor Fremdherrschaft ein. Und das führt mich in die heutige Zeit, wo wir ja... Darf ich um die zweite Frage bitten, bitte? Sie hatten zwei Fragen angekündigt. Ja, bitte mal den Blick auf die Zeit. Die sich in Bezug auf die derzeitigen Probleme in Osteuropa bzw. Katalonien und Schottland steht, ist also die Frage, ob das Selbstbestimmungsrecht nicht doch eine Machtfrage ist und dadurch ja doch vieles, was da am Idealismus seinerzeit vielleicht drinnen war, sich eigentlich selbst ad absurdum geführt hat. Frau Schober-de-Graf, bitte. Danke. 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 Ich würde Folgendes vorschlagen, wenn Ihnen das recht ist, weil wir hier, mit einer, hier im Saal mit einer Deadline zu operieren haben. Ich würde ganz gern sozusagen Kolleginnen und die Kollegen in einer Runde jetzt noch bitten, sozusagen das herauszunehmen aus den Fragen, die Ihr Thema besonders adressiert haben. Und vielleicht sozusagen, wenn da weniger dabei ist, auch noch, weil ich das, glaube ich, nicht mehr in einer eigenen Runde unterkriege, bevor die fünf Antworten gelaufen sind. Vielleicht auch noch zur Frage dieses Gedenkens, dieses Mythos, dieser Mythisierung von Volksabstimmungen, vielleicht auf das auch noch einzugehen. Das heißt also, wir sprechen von Abstimmungs- und Jubiläumsfeiern. Ist das nicht sozusagen eine politische Vereinnahmbarkeit über 100 Jahre hinweg, die funktioniert hat, die bestimmte Reflexe abruft, die wir immer wieder sozusagen uns alte Frontlinien beschert und wenig Erkenntnisfortschritt. Also wie ist die Rolle sozusagen, die Sie sozusagen einschätzen, vielleicht für die Dinge, über die wir heute gesprochen haben, für das, was Herr Leonhard gerade bei Renan auch verortet hat, nämlich die Wichtigkeit von Geschichtspolitik. Darf ich vielleicht in dem Sinne um eine Runde von Abschlussstatements bitten, Frau Osterkamp? Kein Problem, ganz kurz. Ja, sehr schön, das ist gut. Ich würde gern Ihre letzte Frage, sagen Ihre erste eigentliche Frage an mich nochmal aufgreifen mit den Loyalitäten, ja, die es hätte sagen, gestärkt oder nicht gestärkt werden können. Das antwortet zum Teil auch auf die Frage des Rektors, Herrn Wiethoch.
der große Charme von Föderalismus und der große Charme der geplanten utopischen Zwischenkriegsordnung war die Möglichkeit von mehrstufigen Loyalitäten. Also die Habsburger Monarchie hat in unterschiedlichen Regionen konfessionelle Loyalitäten gestärkt, im Balkanraum oder in Galizien. Woanders waren es eher kultursprachliche Loyalitäten, ohne die eben in eine feste Hierarchie zu bringen. Sondern es war eine flexible Hierarchie, und was hinten drunter fiel, war eine Loyalität in einem demokratisch politisch-nationalen Sinn als Gesamtgemeinschaft. Und der sogenannte Siegeszug der Nationalstaaten nach 1918 war ja auch nicht nur ein Siegeszug der Nationalstaaten, sondern es gab die starke Utopie des Völkerbundes, die nach meiner und die Aufgaben, die diesem Völkerbund zugesprochen wurden, war, glaube ich, auch eine neue Mehrstufigkeit von Zugehörigkeit. Man wollte seine Nation haben, man wollte in seiner Region leben, in einer Demokratie leben, aber auch die Weltgemeinschaft auf friedliche Weise neu definieren. Und ich glaube, das sind vielleicht auch interessante Verknüpfungspunkte zwischen vor und nach 1918, wo nationale Selbstbestimmung eben nur ein kleines Element der neuen Weltordnung ist und an so eine Mehrstufigkeit von Zugehörigkeit anknüpft. Und als Utopie entwirft, was dann eben nicht Wirklichkeit wird. Herr Schmidt. Ja, ich kann eigentlich daran anschließen. Ich habe heute schon sehr viel gesprochen. Ich versuche es also ganz kurz zu machen. Sie haben ja auch über Geschichtspolitik gesprochen. Ich glaube, allein schon die Art und Weise, wie wir heute einmal versucht haben, dieses Thema anzugehen, zeigt eigentlich, wie sehr sich Geschichtsforschung entwickelt hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Historiker ganz maßgeblich in diesen Konflikten beteiligt waren und ein ganz anderes Selbstverständnis hatten damals, als sie es heute haben, nämlich als Akteure, als Verteidiger, als Vertreter, als Fürsprecher. Und nicht im Versuch jetzt zu deuten und vielleicht auch das eigene Beispiel, in das man auch emotional in der Regel involviert war, abgesehen davon, dass auch sehr viele Historiker auch wirklich aktiv Politiker waren und aktiv geprägt haben, also nicht nur als Propagandisten, sondern auch dann als Entscheidungsträger, und dass sich hier sehr viel verändert hat und dass man eigentlich sagen kann, dass das heutige Gedenken eigentlich ein kaltes, ein lauwarmes ist und das eigentlich gut ist. Also es ist nicht mehr so, dass es massenmobilisierend wirkt. Man kann vielleicht auch sagen, dass da, wo es vielleicht der Fall gewesen wäre, Covid eine ganz gute Rolle gespielt hat, aber es sind in vielen Bereichen, über die wir heute gesprochen haben, wenn man daran denkt, dass ein Moment der Polarisierung war, dass es auf der anderen Seite aber vielleicht nicht nur ein Erinnerungsort ist, aus dem man natürlich Konflikthaftigkeit ableiten kann, sondern das wurde, glaube ich, in vielen Fällen auch deutlich, abgesehen von Bereichen, wo durch massive Bevölkerungsveränderungen sich die Frage ohnehin nicht mehr stellt, aber da, wo die Bevölkerungsstruktur nicht sehr stark verändert worden ist, dass man hier einen anderen Zugang heute hat und nicht nur die Konflikthaftigkeit betont, und dass das, was wir heute versucht haben, nicht eine Art, Umfärben oder Schönfärben ist, es gab diese Konflikte, aber dass wir uns eben fragen, wenn man dieses Instrument eben anwendet, und der Begriff binär ist ja sehr oft gefallen, also wenn man Entscheidungen aufmacht, auch demokratische Entscheidungen, dass es hier eben sehr, sehr wichtig ist, einmal zu analysieren, was diese Frage in einem bestimmten Kontext bedeutet, auch welche Konsequenzen sie dann auslöst. Und wir haben gesehen, dass die Voraussetzungen sehr unterschiedliche waren. Also von Gesellschaften, das war in Schleswig schon klar, da gab es schon Lager mit sehr ausformulierten, klaren Identitäten, auch sehr klaren Modellen. Und in anderen Fällen hat das dann eher eine Mobilisierung ausgelöst, die Bevölkerung konflikthaft verändert hat. Und wenn wir heute zurückschauen, ist es doch in vielen dieser Regionen ein großes Bemühen da, eher anzuknüpfen, wo diese Zwischengruppen agiert haben, die aus dieser Direktkonfrontation zweier Großeinheiten eigentlich heraus wollten oder sich hier nicht einfügen wollten. Und da sind wir dann bei einem ganz zentralen politischen Thema, das Europa eigentlich vor dem Fall des Eisernen Vorhangs noch sehr und heute schwächer bewegt hat, aber das gerade hier in Kärnten auch sehr wichtig ist, und das ist der grenzüberschreitende Regionalismus.
der ja nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auch hier in der Alpen-Adria-Region stärker praktiziert worden ist, der früher aus der Gegend, wo ich herkam, am Oberrhein sehr stark war und jetzt komischerweise, es gibt gute Gründe dafür, sehr stark nachgelassen hat. Aber das sind eigentlich auch Modelle, die aus Identitätsangeboten, die aus diesem binären A oder B schon in der Zwischenkriegszeit entstanden sind, und da waren sicher die 20er Jahre fruchtbarer auch für diese Dinge als dann die 30er Jahre. Herr Leonhard. Woodrow Wilson ist eine zweifache Ausnahme in der Geschichte amerikanischer Präsidenten. Er ist Südstaatler, der ist der Sohn eines Südstaatler presbyterianischen Pfarrers und er ist ein Intellektueller in der amerikanischen Politik. Aber er ist zugleich, und das darf man nicht vergessen, er ist kein moralischer Idealist. Das hat die neuere Wilson-Forschung wirklich gut rausgearbeitet. Er ist ein knallharter amerikanischer White Anglo-Saxon Nationalist, der im Grunde genommen seinen Blick auf die amerikanische Nationsbildung universalisieren will. Und deshalb ist das für ihn entscheidende Element, das nimmt er von John Stuart Mill, die Maturity, die Reife. Ja, deshalb die Idee, demokratische Selbstregierung und nationale Selbstbestimmung, aber das setzt eine bestimmte zivilisatorische Reife voraus. Ja, und das kann man idealtypisch sehen, und deshalb knüpft das sehr gut an das, was Frau Osterkamp gesagt hat. Als er nach Europa kommt, ist er damit konfrontiert, dass es ganz viele Konzepte gibt, demokratische Selbstregierung und nationale Selbstbestimmung hintereinander zu koppeln, zu entkoppeln, das eine zu machen und das andere nicht. Und das passt für ihn nicht. Damit beginnt, wenn man so will, ein großes Missverständnis. Ja? Und das wird bei ihm ein Grundproblem und auch ein großes potenzieller Widerspruch bei ihm bleiben. Als die intellektuellen Führer der amerikanischen Afroamerikaner Visa beantragen, damit sie nach Paris fahren, weil sie dort einen panafrikanischen Kongress abhalten wollen, setzt er alles daran, dass das nicht passiert. Weil er an der Stelle, wenn man so will, ein knallharter Rassist war, und das wird in Princeton im Augenblick mit massiven Folgen sozusagen aufgearbeitet. Insofern, also wir sollten nicht in Wilson den naiven Idealisten sehen. Er hat einen wissenschaftlichen Zug zur Politik. Er hat die Vorstellung, dass man mit einer American Inquiry, das sind 280 Juristen, Finanzleute, Ethnografen, Geografen, sozusagen die Probleme der Politik durch objektive Wissenschaft bewältigen kann. Dazu zählt dann eben auch die Coolidge Commission, die King-Crane Commission. Und dann erfährt er in Paris sozusagen, welche anderen Faktoren Politik eben auch noch beeinflussen. Ja, den ganzen Instrumentenkasten, den Zeitdruck, die Angst vor der bolschewikischen Weltrevolution und vieles andere. Sagbares und Machbares, ja, das ist auch die Ambivalenz der Demokratisierung. Mir war das deshalb wichtig, weil die neuere Forschung, und ich finde, das müssen wir wirklich ernst nehmen, sehr gut herausgearbeitet hat, wie stark der Erste Weltkrieg eben ein Kommunikations- und ein Medienkrieg war. Und das ist, nehmen Sie jetzt bitte nicht abstrakt, das Committee for Public Information, das ist sozusagen das Muster der amerikanischen Kriegspropaganda im 20. Jahrhundert, produziert ab 1917 für alle Kontinente und alle Gesellschaften eigene Pressemappen, wo diese Ideale von nationaler Selbstbestimmung verbreitet werden. Und das bedeutet dann eben, dass das, und zwar nicht nur von ein paar chinesischen Studenten, der 4. Mai ist schon eine Massenbewegung mit 40.000 Demonstranten allein in Shanghai, das wird sozusagen intensiv rezipiert. Als John Dewey in China ankommt und beginnt im April 1919 seine Reise, also wird er als Mr. Science gefeiert, ja, also von Zehntausenden und Hunderttausenden. Da gerät etwas in Bewegung. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist eben nicht nur Massendemokratie, sondern sie haben in Paris auch auf dem Höhepunkt 2000 internationale Journalisten. Und was aus diesen Friedensverträgen wird, das kriegt man in Realzeit zurückgemeldet. Ja. Letzter Punkt, ganz kurz, Sagbares und Machbares, Mythos der Plebiszite. Ich finde, dieser Tag hat sehr schön gezeigt, erstens müssen wir die Mythen wirklich ordentlich dekonstruieren. Das ist erstmal unser Handwerk, ja, das ist Tagesgeschäft. Und wenn dann von Grenzkampf geredet wird,
dann ist es ganz gut, wenn man nochmal an den Unterschied zwischen historischer Begrifflichkeit und analytischer Begrifflichkeit erinnert. Da haben wir schon ganz immer noch, glaube ich, eine ganze Menge mit zu tun. Das ist hier in Klagenfurt sehr entspannt gewesen, aber ich kann Ihnen von deutschen Podien berichten, über sozusagen Abstimmungen in Oberschlesien, da ging es anders hoch her. Mhm. Und da konnten Sie auch nochmal erleben, welche Unterschiede es gibt zwischen der hochgeschätzten deutsch-französischen Aussöhnung und der vielleicht nicht so entwickelten und auch nicht so leider nicht so entwickelten und leider auch der deutsch-polnischen Aussöhnung, die nicht die gleiche politisch-kulturelle Aufmerksamkeit bekommt, wie das zwischen Deutschland und Frankreich der Fall ist. Und das können Sie bei vielen dieser Podien erleben. Und dann gilt für Gedenken, finde ich, immer der Satz von Koselleck: Man muss die Toten betrauern, aber die Unterschiede, die muss man aushalten. Das Ärgste, was es bei Gedenken gibt, ist die Nivellierung durch sozusagen Sonntagsrede. Ja, also die Nivellierung, alles geht in einem großen Europa auf, wo es keine Unterschiede mehr gibt. Davor würde ich warnen. Und ich würde unsere Aufgabe als Historikerinnen und Historiker wirklich darin sehen, für diese Vielfalt, die spannungsreich ist, die manchmal auch wehtut, ganz stark zu werben, aber sie nicht zu nivellieren. Wenn das im Gedenken passiert, dann glaube ich, macht man was falsch. Hm. Gitta, auch deutsch-polnisch oder wo du ja, ich will sozusagen im Grunde dem auch deutlich zustimmen. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen aufpassen zu sagen, wir haben eine lineare Objektivierung und Versachlichung insgesamt. Das gilt jetzt für unser Ambiente hier, aber gerade also im deutsch-polnischen Bereich. Und wenn wir halt die Kollegen aus Ungarn und Polen, wenn da vielleicht mehr darüber berichten können, wir haben natürlich eine massive Renationalisierung auch von Geschichtswissenschaft, also via Personalpolitik, institutioneller Politik, Finanzpolitik, ganz massiv. Aber das gilt, glaube ich, auch in der langfristigen Perspektive. Deswegen würde ich auch noch mal eine Lanze für die 1920er brechen. Ich glaube, da ist die Erinnerung sozusagen viel pluraler noch, also auch beim Abwehrkampf und Volksabstimmung. Da war es eben noch eine Sache auch der Arbeiterbewegung, dass wir dann aber doch schon Ende der 20er Jahre so eine Rechtsdrift dann deutlich haben und wo im Grunde die Rechte diese Erinnerung okkupiert. Es ist allerdings mehr die Erinnerung an den Krieg, also oder an die bewaffnete Auseinandersetzung, den Abwehrkampf, Oberschlesien auch ein großes Thema. Und auch die Freikorps werden ja eigentlich in den 30ern rehabilitiert. Also sie sind in den 20ern sehr unbeliebt in der Öffentlichkeit. Dann haben wir natürlich sozusagen die Apokalypse im Zweiten Weltkrieg, aber diese nationalen Diskurse haben sehr lange vorgehalten, muss man sagen. Also das ist bis weit in die 80er Jahre ist es noch massiv bestand, nicht nur in Kärnten, auch in Deutschland, denken Sie an die Landsmannschaften und ähnliches mehr. Und natürlich, wir fühlen uns jetzt im Zeitalter so etwas der postnational, postheroisch, aber wenn wir eben genau schauen, das betrifft halt doch relativ wenige Gesellschaften in Mitteleuropa vielleicht, außerhalb, also auch die britische Gesellschaft ist also deutlich weniger postheroisch als die mitteleuropäischen das sind. Also das muss man schon ein bisschen relativieren insgesamt. Und ich wäre mir nicht sicher, dass die Entwicklung so bleibt, wie sie ist. Warten wir ab, wie das sich auch politisch entwickelt und inwieweit das wieder in politisches Fahrwasser gerät. Schlussgedanken, Herr Valentin, bitte. Sonst schlägt uns die Stunde. Bevor ich also anknüpfe an den Kollegen Pohl betreffend die Geschichtspolitik mit den Volksabstimmungsjubiläum, möchte ich noch ganz kurz zum Wilson etwas sagen. Kollege Leonhard hat ihn als einen beinharten Realisten bezeichnet, aber ich glaube, Wilson war noch etwas, was eigentlich heute und auch sonst eher wenig angesprochen wird. Er war ein typischer Quereinsteiger in der Politik, mit allen Vor- und Nachteilen dieses Typus von Politikern. Darf nicht vergessen, er war schon deutlich über 50 Jahre alt, als er in die Politik eingestiegen ist. Zuerst war er 2-3 Jahre Gouverneur von New Jersey und vorher Präsident oder würde man sagen, Rektor der Universität Princeton, aber dort schon an der Universität, hat er gezeigt Eigenschaften, die ihm dann später doch Schwierigkeiten bereitet das haben. Unfähig, er hat ja einen missionarischen Eifer entwickelt an der Universität, einen Reformeifer, und er ist dann also im Streit und verbittert, ist er dann dort ausgeschieden und dann in die Politik übergewechselt. Ist aber dann weitergegangen als Gouverneur, hat er auch Reformen auf die Reihe gebracht, aber am Ende ist er auch an seine Grenzen gestoßen. Nicht? Und da war er schon Mitte 50, ist er dann Präsident geworden. Und dann, als er dann
als dann 1917 die USA in den Krieg eingetreten sind, da sind also seine Eigenschaften, die er da also mitgebracht hat in die Politik, von seiner Herkunft und eben seinem Quereinsteigertum, die sind dann sozusagen im weltpolitischen Maßstab schlagend geworden. Nicht? Und war sicherlich ist mit ein Grund für sein Scheitern. Denken wir zum Beispiel in Österreich an den Bundeskanzler Kern, schon beinahe vergessen, nicht? Mit welcher gewaltigen und visionären Ansagen, der in die Politik eingetreten ist und wie er zwei Jahre später krachend gescheitert ist. Er war Generaldirektor der Österreichischen Bundesbahn, hat offenbar gemeint, die Leute und die Institutionen werden sich dann genauso an die Ansagen von oben halten, wie die Züge an die Fahrpläne sich halten, obwohl sich auch die Züge nicht immer an die Fahrpläne halten. Also ich bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist das mit ein Grund für das Scheitern des Wilson und auch seines Konzepts. Ich glaube aber trotzdem auch, wenn man sagen kann, dass großteils seine Vorstellungen von Selbstbestimmungsrecht gescheitert sind. Selbstbestimmungsrecht ist auf jeden Fall sich verfestigt als eine politische Kategorie. Es war eine die Erfindung des Wilson, das Selbstbestimmungsrecht reicht ja viel weiter zurück. Aber das Neue war eben dieses Prinzip zur Grundlage für die Neuordnung des Nachkriegs-Europa zu machen. Trotzdem glaube ich, auch wenn man das Selbstbestimmungsrecht nicht einordnen kann, klagen kann wie ein anderes Recht. Es ist eben ein politisches Prinzip, wenn man so will, ein Gewohnheitsrecht geworden, dass die politische Entwicklung nicht nur im Nachkriegseuropa, sondern auch weiterhin beflügelt hat. Es hat ja damals, wer immer irgendeinen Anspruch territorialer Art gestellt hat, hat das unter Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht gehabt. Auch in Kärnten hat sowohl die Südslawen als die österreichische Seite haben das Selbstbestimmungsrecht gefordert. Auch die Initiatoren einer eigenen Kärntner Republik, das hat es auch gegeben 1919, war auch so Selbstbestimmung für die Kärntner. Wir machen eine eigene Republik und die Jugoslawen und auch die Österreicher, die können uns vergessen. Aber mir ist aufgefallen in den letzten Tagen, das Selbstbestimmungsrecht wird ja sogar heute noch immer wieder in die Diskussion bei allen möglichen oder unmöglichen Gelegenheiten verwendet. Vor zwei, drei Wochen ist mir aufgefallen bei Demonstrationen gegen den sogenannten Corona-Wahnsinn. Es ist ein Transparent getragen worden, wo oben gestanden ist, wir verlangen das Selbstbestimmungsrecht. Also das Selbstbestimmungsrecht, ob man eine Maske aufsetzt oder nicht. Vor ein paar Tagen ist im Standard ein Kommentar veröffentlicht worden, großer Titel, selbstbestimmt leben, selbstbestimmt sterben. Nicht? Also was will man noch mehr? Also jetzt aber nur ganz kurz zur... Bitte ganz kurz, Herr Valentin, uns schlägt hier die Stunde. Ja, nur bitte also kurz. Nur kurz zur Gedenkpolitik. Es ist einfach so, dass die Volksabstimmungsgedenk, ich habe das einmal verfolgt, von 1920 bis zur Gegenwart, die Volksabstimmungsfeiern, ist immer politisch instrumentalisiert worden, immer wieder versucht worden, die Gedenkfeiern in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen, um daraus natürlich Kraft zu schöpfen für die Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft. Das ist soweit legitim. Aber bis zu einem gewissen Grad waren dadurch diese Jubiläumsfeiern immer ein Spiegelbild der politischen Verhältnisse im Lande, im Besonderen, was das Zusammenleben der Volksgruppen betrifft. Und auch, früher richtig gesagt worden, auch was die Beziehungen zwischen Kärnten und Slowenien betrifft. Insofern ist das wichtig. Und wenn man es richtig nützt, nicht, und wenn man die richtigen Schlüsse daraus sieht, aber es ist natürlich nicht immer geschehen. Herr Pohl hat das, glaube ich, erwähnt, in den 20er Jahren hat in Kärnten die Heimatschutzbewegung, also der militärische Arm des Nationalbürgerinnen Lagers, die Volksabstimmungsgedenkfeiern okkupiert. Sozialdemokraten sind nicht hingegangen, haben sie gesagt, wir wollen nicht mit unseren Feinden gemeinsam feiern. Und damit ist das schon also in eine bestimmte Richtung geraten. 1930, 10 Jahre Volksabstimmung, die Sozialdemokraten verzweifelt versucht, ihr Erbe aus der Volksabstimmungszeit zu retten, indem sie mit größter Begeisterung mitgemacht haben. Und so ist es weitergegangen. Die Nationalsozialisten, das wissen auch viele nicht, haben Volksabstimmungsfeiern verboten in Kärnten. Und zwar, weil sie gesagt haben, dass da könnten so irgendwie regionalpolitische Dinge an die Oberfläche kommen, wenn die Kärntner da anfangen zu feiern. Nein, nicht bei diesem zentralistischen Kulturverständnis der Nationalsozialisten war das nicht vorgesehen. Aber ich mache jetzt da Schluss. Man kann das dann so weiter hinaufführen, wie das nach 1945 weitergeht, natürlich viele Jahre Volksabstimmungsgedenkfeiern haben den Zweck gehabt,
die jugoslawischen Gebietsansprüche abzuwehren, die ja dann noch 1945 wieder belebt worden sind. Dann ist das also weggekommen und dann sind die Volksabstimmungsgedenkfeiern eigentlich ab 1972 sehr, sehr beeinträchtigt gewesen durch das, was Sie vorher erwähnt haben, diese Konflikt über die zweisprachige Ortstafel, den Ortstafelkrieg 1972. Da war plötzlich ein Bruch drinnen. Bis 1972 sind die Kärntner jedes Mal an jedem 10. Oktober gefeiert worden, ist der Bundespräsident gekommen, den Kärntner wurde gedankt von vorne bis hinten, die österreichischen Medien haben die Kärntner, das tapfere Kärntner Volk gefeiert und dann war es aus. Ab 1972 war eigentlich für viele Jahre, also dieses Gedenkfeiern, sehr belastet durch diese Vorgänge, die damals passiert sind, bis dann in den 90er Jahren die Dinge sich wieder konsolidiert haben, die Slowenen mitgewirkt haben bei Volksabstimmungsgedenkfeiern. Na, dann ist wieder arbeits gegangen, nicht? Da kam der Haider mit seinen Ortstafelversetzungen. Na, und jetzt davon jetzt wird es wieder besser, haben wir ja gehört hoffen, vom jetzt wird alles gut. Aber wir wissen natürlich jetzt als Historiker, das, was einmal passiert, kann immer wieder passieren, im Guten wie im Schlechten. Jetzt aber passiert das Ende dieser Veranstaltung. Jetzt schlägt uns wirklich die Stunde. Ich möchte mich bedanken, es war ein sehr langer Tag für viele von uns. Ich möchte mich bedanken also bei allen, die ausgeharrt haben. Das sind zunächst einmal die Diskutantinnen und die Diskutanten. Vielen Dank. Herrn Leonhard auch nochmal für den Vortrag. Allen, die mit uns ausgeharrt haben und Fragen gestellt haben oder sozusagen interessiert zugehört haben an diesem langen Tag. Ich bedanke mich vor allem beim Team, das uns unterstützt hat, hier von der Technik Josef Spitzer und seine Kollegen und von Uniservices Annegret Landes und Kolleginnen, um Ihnen einen vielfältigen, interessanten Tag an der Universität Klagenfurt sozusagen zu diesem Volksabstimmungsjubiläum bieten zu können. Jetzt gehen wir weiter. Für diejenigen, sozusagen, die referiert haben, darf ich noch bitten, sich im Hörsaal oben noch zu versammeln, wegen weiterer Instruktionen. Allen anderen darf ich sehr herzlich danken fürs Kommen, fürs Ausharren und darf Ihnen einen guten Nachhauseweg wünschen. Wir werden sozusagen informieren, wir haben ja die Anmeldeliste, wie Sie diese Vorveranstaltung noch einmal nachbereiten können. In diesem Sinne vielen Dank, liebe Grüße, empfehlen Sie die Universität Klagenfurt weiter, kommen Sie gut nach Hause.